Moin moin liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen back auf meinem Channel. Heute diskutieren wir mal über Zuzüge und Abgänge vom HC Davos. Als allererstes möchte ich einfach mal ein riesen Dankeschön aussprechen an alle aktiven Zuschauer, die immer ein Like da lassen, die immer an der Community-Umfrage dabei sind und auch sonst sehr, sehr aktiv auf meinem Channel sind. Ein riesen Dankeschön von mir an euch. Falls ihr neu auf dem Channel seid, nicht vergessen, ein Abo da zu lassen. Es ist natürlich kostenlos, es ist for free und somit werden ihr in Zukunft keine weitere Folge mehr von mir und vom HC Davos verpassen. Natürlich habe ich auch heute für euch eine Community-Umfrage und passend zum Thema würde ich gerne wissen, was halten ihr vom Abgang Inti Pestoni zum SC Bern und natürlich zum Neuzuzug vom EVZ. Sandro Aeschlimann, der Ersatzgoalie, geht nächstes Jahr Saison 19-20 zu Davos. Was halten ihr von dem Trade oder besser gesagt von dem Neuzugang für den HC Davos? Ja, und passend zu diesen zwei Spielern werden wir auch heute ein paar Trades vornehmen in unserer Saison. Wir werden ein bisschen diskutieren, wie es weitergeht, wie meine Ansichten sind und werden gerade mal Spieler-Trades machen. Ein Trade habe ich schon vorgenommen und zwar auf Wunsch von euch. Nach dem Spengler Cup habt ihr euch den Linus Klaassen im Team vom HC Davos gewünscht. Jawohl! Der Trade wird in Real Life nicht vonstatten gehen, weil der HC Lugano möchte den Klaassen nicht ziehen lassen. Finde ich schade vom Interesse vom Hockey und Interesse auf dem Spieler. Ja, auf der Bank nützt er nicht viel, wenn er auf der Tribüne hockt und zuschaut. Ist einfach mega schade um das Potenzial im HC Davos. Hätte er können aufblühen und ja, verschwendet das Potenzial von einem Spieler, würde ich da sagen. Schade, dass er Lugano nicht sehr lässt, aber ist auch verständlich, momentan sehr, sehr schwer gute Spieler zu finden. Und wenn sich da bei Lugano einer verletzt, sind sie natürlich noch froh, haben sie ihn. Der ZSC Lions, ZSC Lions sind natürlich auch sehr interessiert. Bin gespannt, ob die mit ein bisschen mehr finanziellen Aufwand vielleicht den Trade ankriegen oder eben auch nicht. Bei uns ist es aber machbar gewesen, wir haben den Linus Klaassen in unser Team können holen und er spielt jetzt in Reihe 1. Also auf Wunsch von euch haben wir hier den Linus Klaassen zusammen mit Petru Lindgren und der Di Domenico. Di Domenico haben wir ja vor ein paar Wochen einmal schon bereits ins Team geholt, auch auf Wunsch von Community. Und heute geht es um den Inti Pestoni. Wie gesagt, ihr könnt eure Meinung dazu reinschreiben. Unabhängig von dem werden wir ihn heute versuchen wegzutraden. Ich persönlich finde es mega schade, geht er bereits nach einer Saison. Bei der ZSC Lions wäre er ins B abgestuft worden, also der GCK Lions hätte dort müssen weiterspielen müssen. Der HC Davos hätte noch eine Chance gegeben, da blüht er wieder auf und jetzt geht er bereits wieder nach einem Jahr zum SC Bern. Ich denke aber, auch wenn er in Bern nicht erfolgreich sein wird in den zwei Jahren, wo er einen Vertrag hat, er wird mit Handkuss wieder können gehen zum HC Ambri Piotta. Die werden sicher wieder nicht Leventiner, aber ich glaube nicht, dass er im HC Davos bei den Fans nach dem wieder willkommen ist. Ich persönlich finde es einfach mega schade, wünsche mir aber auf dem Weg sehr, sehr viel Erfolg. Muss aber an dem Stelle sagen, ja, bei mir im Team wird er überflüssig. Wir werden schauen, dass wir für ihn Ersatz holen und der anderes Anbieter dann an zweiter Stelle aufbringen. Wenn wir schauen, rechts aus Dino Wieser 958 overall, das ist auch ein bisschen wenig, für das er ja lange Zeit, Dominik Weder ist das, oioioi. Da ist ja, Dino Wieser ist schon links, 72. Jetzt habe ich gerade das durcheinander gehabt. Kann ja auch mal vorkommen. Schau links, schau rechts und ja, alles klar. Also, Inti Pestoni, um ihn geht's und da werden wir uns auch wieder drauf konzentrieren. Wie gesagt, den Klaassen haben wir geholt und was wir heute machen, wir holen den Sandro Aeschlimann bereits in dieser Saison ins Team. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Der EVZ hat leider nur zwei Goalie aktuell im Kader und das ist der Tobias Stefan und der Aeschlimann. Beide werden nächstes Jahr gehen vom EVZ. Leonardo Cenoni wird dann hinzukommen und dann brauchen sie noch einen Ersatzgoalie, wahrscheinlich der aktuelle U18-Nationalspieler. Aber der EVZ muss sich eigentlich nie Sorgen machen um Goalie, die haben immer sehr, sehr
gute junge Goalie. Also, wo haben wir ihn? Der Inti Pestoni. Er wird unser Team verlassen, wenn er das auch in Real Life macht. Einfach schon ein bisschen früher. Und wir werden noch traden für den Dario Simeon. Also auch er ist vorher mal vorgeschlagen worden im Livestream etc., dass wir ihn zurückholen sollten zum HC Davos nach dem Spielcup, den er gespielt hat, muss ich sagen. Ist einer, der die Mannschaft sehr, sehr gut kennt. Er erwähnt auch wieder zurück in Davos. Also werden wir ihn einmal traden. Und wir werden natürlich den Sandro Aeschlimann auch noch holen. Und da seht ihr das Problem. Aeschlimann mit einem 68er Overall, Alter 24, ein Hybrid-Goalie. Und ohne gesehen bereits abgelehnt, der EVZ hat zu wenig Goalie. Wir haben aber das Glück, dass wir den Grüßen noch im Team haben mit einem Overall von 60. Und können mal den Trade so vorschlagen. Und das wäre in dem Fall für uns gar nicht einmal so schlecht. Probieren wir es einfach mal. Trade abgelehnt. Okay, wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber als GM dazu muss ich leider Nein sagen. Sie müssen uns noch ein paar mehr Anreize bieten. Also ganz ehrlich, als ob der Inti Pestoni nicht Anreiz genug wäre. Aber ich denke, der Dario Simeon ist einfach zu viel. Oder kostet einfach zu viel. Spielt auch nicht so eine Rolle rechts raus. Wir werden sonst noch schauen, was wir so vom Markt kriegen. Dario Lammer, Marcini, 71er, 77er, ein 69er. Wir probieren es mal mit dem Lammer. Der Trade wieder abgelehnt. Also, ich werde jetzt dann noch ein bisschen umpröbeln und werde wieder einsteigen, sobald wir eine anständige Lösung für das Ganze gefunden haben. So, also, wir haben den Schill, sehen jetzt denen den Schill, sehen verloren den HC, der wo sowieso auch, und der Aeschlimann ist wiederum, wenn man den Overall anschaut, gegenüber dem Schill sehen, ein Upgrade von 2 Overall, also können wir den Trade durchaus einmal vorschlagen und sie akzeptieren. Wir schauen uns das dann jetzt alles nochmal in Ruhe an im Trade-Block und werden... Ja, mal schauen, wie wir da weiterfahren werden mit den verschiedenen Spielern. Also, wir haben hier den Widerström, den wir gerade getradet haben. Dann haben wir den Andes Ambühl jetzt in Reihe 2, die Domenico Reihe 1, Lindgren, Klaassen, drei Ausländer in erster Linie. Dino Wieser, Enzo Corvi, Andes Ambühl, dafür da ein bisschen ein Eigengewächs von den Schweizer, der Woser. Churer und dann noch der Dino Wieser, also das wird interessant, das Ganze da in der Zukunft vom HC Davos. Sandro Aeschlimann, ihr seht, ist bereits Nummer 1 Goalie, startet bei uns vor dem Jörn van Potelbergen. Ich denke, das ist ein akzeptabler Trade gewesen, so können wir ihn schon die Saison ein bisschen aufbauen. Wir haben ihn bereits im Goal, er ist ein Upgrade hin gegenüber Schill Sen. Wenn ich mal muss sagen, der Schill Sen hat sehr, sehr gut gehabt in unserer Saison mit dem HC Davos. Da ist ihm nicht wirklich etwas zu vorwerfen. Heute werden wir definitiv kein Spiel mehr machen, aber wir werden sonst noch ein bisschen diskutieren miteinander. Ich muss sagen, der HC Davos, Sandro Aeschlimann, das ist ein akzeptabler Trade. Wiederum muss ich sagen, es ist natürlich nicht ganz einfach für Davos mit jungen Goalie. Davos ist halt nicht gerade sehr, sehr stark momentan in Verteidigung. Kann auch nicht sehr viel investieren für einen Top-Goalie. Und viel ist momentan auf dem Markt auch nicht mehr rum. Der Tobias Stefan wäre noch rum gewesen, wo man hätte können machen etc. Aber eben, es fehlt ein bisschen die finanziellen Mittel beim HC Davos, um da wirklich die ganz grossen Nummern zu picken. Dann müssen sie halt mehr mit jungen Goalie gehen und auch etwas riskieren. Davos braucht halt einfach eine Nummer 1, einen sicheren Rückhalt hin, wo auch mal Spiel gewinnen kann, wenn die Feldspieler ein bisschen Zeich machen. Das haben sie momentan nicht immer, ist auch ein bisschen ein Wackelkandidat. Klar, in dem Sinn muss man sagen, ein Goalie kann nicht immer jedes Spiel gewinnen. Also, wenn man schaut, der Anders Lindbeck hat schon 2 Spiele gewonnen für Davos, wo er wirklich gehext hat. Aber es reicht halt wirklich nicht.
Davos ist halt da ein bisschen im Engpass. Ich denke, mit dem Ashley Mann hat man das Beste gemacht, was man kann machen mit den finanziellen Mitteln. Es dauert halt noch die nächste Saison, wo man nicht so viel investieren kann, bis das Stadion fertig gebaut ist, oder was heißt fertig gebaut, fertig renoviert ist. Hat man ja gesagt, wird man ein bisschen mit Sparflamme fahren. Das könnte natürlich auch ein bisschen knapp werden für nächstes Jahr. Wiederum muss ich eben sagen, der Trade ist gar nicht so schlecht, was sie gemacht haben, oder besser gesagt, die Neuverpflichtung, ich rede die ganze Zeit von einem Trade, ist natürlich eine Neuverpflichtung auf die nächste Saison. Bei uns, in unserem Team, haben wir ihn getradet. So muss ich das sagen. Jetzt ist es korrekt gestellt. Und ja, ich bin zuversichtlich, was auch unsere Saison angeht. Und das nächste Spiel gegen den EV Zug könnten wir vielleicht gerade in der Bossart Arena starten. Das könnt ihr aber auch gerne reinschreiben, wie es weitergeht hier mit der Saison. Ich werde jetzt die nächsten drei Wochen, also bis Ende Januar, weniger Videos machen, weil ich sehr, sehr viel zu tun habe, noch Abschlussprüfungen habe etc. Und in dieser Zeit halt nicht wirklich in der Lage bin, um gross Videos aufzunehmen. Ich habe zwei, drei Folgen vorbereitet. Also ich denke, es wird eine Folge pro Woche sicher kommen. Und der Rest hängt natürlich ab, wie viel Zeit das ich habe und wie ihr das ganze Video jeweils supporten. Nachher sollten dann wieder regelmäßig 1-2 Videos pro Woche kommen, einfach damit ihr informiert seid, wie es jetzt hier weitergehen wird. In dieser Zeit könnt ihr auch noch reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, hier für die nächste Partie, nehme ich das natürlich gerne an. Also, wir schauen ganz kurz nochmal rein, das möchte ich euch noch geben. Und ich denke, das ist jetzt unsere Playoffs-Mannschaft. Wir haben jetzt 4-5 Trades gemacht diese Saison. Das muss lange. Wir haben den Linus Klassen geholt, wir haben den Di Domenico geholt, wir haben den Widerström geholt und wir haben den Ashley Mann geholt. Das sind so ein bisschen die, die wir uns für diese Saison geholt haben. Und das, denke ich, ist ein Upgrade. Man kann damit gehen. Es ist sicherlich nicht schlecht. Es ist vielleicht auch nicht gerade die beste Lösung. Aber ich denke, so in Real Life sehr, sehr gute Verhältnisse. Und mit Lino Klaassen haben wir jetzt jemanden, der sehr kreativ spielen kann, wo mit Anders Lindgren, Petro Lindgren, sorry, ja, relativ kreativ spielen kann und auch vorne sehr, sehr produktiv sein kann. Hoffen wir es einmal, weil Goalschiessen ist nicht immer unsere Stärke da in dieser Saison mit dem HC Davos. Also von dem her kann es nur mal bergauf gehen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Denkt dran, lasst ein Like da, wenn euch das Format gefällt. Teilt das Video mit euren Freunden, würde mich wahnsinnig supporten. Und wie gesagt, ich bin auf eure Meinung zu diesen Zugängen und Abgängen gespannt. Bis dann, bin mal weg, euer Pico. Tschüss.